Du willst dein Smart Home erweitern und suchst ein schlaues Türschloss? Dann bist du hier richtig. Heute im Test das Nuki Smart Lock 2.0 im Combo Pack. In diesem Video zeige ich dir die Montage und die grundlegenden Funktionen. Es ist also ein Einsteigervideo zum Nuki Smart Lock 2.0. Es gibt auch noch weiteres Zubehör, mit dem du das Nuki Smart Lock erweitern kannst. Das zeige ich dir aber in anderen Videos. Sobald ein Video verfügbar ist, gibt es natürlich unten in der Videobeschreibung den Link zur gesamten Playlist. Wenn du jetzt am Ende vom Video noch Fragen hast oder ein besonderes Thema erklärt haben möchtest, schreib's einfach unten in die Kommentare oder auf Final Test mehr vorne. Jetzt aber los und viel Spaß! Wie immer aber kurz vorab noch der Disclaimer, ich habe das komplette Nuki-System kostenlos für diesen Test zur Verfügung gestellt bekommen, ich vertrete hier aber meine eigene subjektive Meinung. Jetzt geht's weiter mit dem Lieferumfang. Im Lieferumfang ist alles dabei, was du benötigst. Nuki Smart Lock 2.0, 4 AA Batterien, 2 Kunststoff-Montageplatten, ein Türsensor, Papierkram und weil ich hier das Combo-Pack habe, auch die Nuki Bridge, die das smarte Schloss ins Internet bringt und so die Steuerung von überall ermöglicht. Du kannst das Smart Lock auch ohne Bridge kaufen, wenn du das Smart Lock nicht ins Internet bringen willst. Ich empfehle aber ganz klar die Bridge, da du so einfach mehr Komfort und mehr Möglichkeiten bekommst. Das Smart Lock an sich ist kein Schloss in dem Sinne, sondern einfach nur ein Montageaufsatz für deinen Schließzylinder inklusive Schlüssel. Um das Smart Lock 2.0 nutzen zu können, kannst du also deinen vorhandenen Schlüssel nutzen und musst an deiner Tür nichts ändern. Einzige Voraussetzung, dein Türschloss lässt sich von beiden Seiten drehen, auch wenn schon von der einen Seite ein Schlüssel steckt. Die Montage ist kinderleicht. Zunächst musst du dir den Überstand deines Schließzylinders anschauen. Ist der Überstand 3 mm oder größer, nimmst du die Montageplatte A, steckst diese auf den Schließzylinder und ziehst die Madenschrauben fest, so wie ich dir das an meiner Zimmertür zeige. Ist der Überstand kleiner als 3 mm, so wie bei meiner Wohnungstür, dann musst du die Montageplatte B nehmen, die ganz einfach festgeklebt wird. Ist die Montageplatte fest, kannst du den Schlüssel in das Schloss stecken, das Nuki Smart Lock auf die Montageplatte klemmen und den Türsensor auf gleicher Höhe wie das Smart Lock an den Türrahmen befestigen. Schon ist die Montage fertig, das dauert insgesamt keine 5 Minuten. Falls du dann noch die Nuki Bridge hast, musst du diese einfach in der Nähe des Smart Locks in eine Steckdose stecken. Du siehst das schon im Video, ich wohne in keiner hochglanzpolierten Neubauwohnung und meine Wohnungstür gewinnt auch bestimmt keinen Schönheitswettbewerb. Aber dennoch ist es mir ohne Probleme möglich, das Nuki Smart Lock zu installieren und zu nutzen. Das Nuki Schloss ist jetzt auch nicht gerade unauffällig, das sollte dir schon bewusst sein, aber es ist nur eine Wohnungstür, da stört mich persönlich der zusätzliche Klotz nicht weiter. Das Schloss ist robust aufgebaut, Metall kombiniert mit schwarzem Kunststoff. Im Moment gibt es das Nuki Schloss auch nur in dieser Farbkombination. In der Mitte des Metallkopfes befindet sich ein Button und eine runde LED. Mit dem Button kannst du verschiedene Aktionen mit einem oder zweifachen Drücken auslösen, je nachdem wie du es in der App eingestellt hast. Zum Beispiel die Tür öffnen, zu- und aufschließen oder die sogenannte Lock-and-Go-Funktion, bei der die Tür nach dem Öffnen automatisch abgeschlossen wird. Die LED gibt einen Hinweis darauf, ob die Tür verschlossen oder offen ist, indem sie komplett rund leuchtet oder eine Aussparung hat. Die LED kann auch komplett ausgeschaltet werden, so habe ich es gemacht und spare damit etwas Akku. Im Lieferumfang liegen schon 4 AA Batterien bei, damit solltest du die ersten 6 bis 12 Monate auskommen. Ich empfehle dir danach aber keine Batterien mehr zu nutzen, sondern sogenannte Akkus. Die kannst du einfach wieder laden, wenn sie leer sein sollten. Falls du aber solche Akkus nicht benutzen möchtest, es gibt auch von Nuki ein Akku-Pack. Das ist aber ein bisschen teurer, kostengünstiger fährst du mit solchen Akkus. Sind die Batterien mal leer und du hast keinen Ersatz zur Hand, musst du das Smart Lock nicht direkt wieder demontieren, sondern kannst es auch einfach manuell am Rad drehen. Von außen kannst du ja sowieso schon immer einfach den normalen Schlüssel benutzen. Das soll es auch erstmal zum Smart Lock 2.0 gewesen sein. Jetzt geht's in die App, denn die ist ja das Herzstück der smarten Steuerung. Das Smart Lock funktioniert mit allen gängigen Sprachassistenten und mit Apple HomeKit. Ich bin Android-Nutzer, daher kann ich jetzt nur was zu Android sagen, aber ich gehe davon aus, dass sich das auf dem anderen Betriebssystem alles recht ähnlich verhält. Die App an sich ist leider etwas unübersichtlich, diese kann von mir aus gerne ein Design-Update bekommen, sodass alles etwas aufgeräumter wird. Natürlich muss am Anfang das System eingerichtet werden, dazu gibt es aber einen Assistenten, der dich Schritt für Schritt durch die Einrichtung führt. Alle Produkte eingerichtet, sind die Einstellfunktionen super umfangreich. Du kannst Swipe-Aktion, Haltedauer der Falle, Umdrehung beim Zusperren, einen Nachtmodus, Benutzer und noch vieles mehr einstellen. Da bleiben fast keine Wünsche offen. Ich zeige dir hier die für mich wichtigsten Funktionen.
Bei Android gibt es ein praktisches Widget, sodass ich die App gar nicht öffnen muss, um meine Tür mit dem Smartphone zu bedienen. Einfach auf den Bildschirm ziehen und die App muss quasi nicht mehr geöffnet werden. Der Nachtmodus schließt meine Tür zu einer bestimmten Uhrzeit automatisch ab. Ich vergesse das Abschließen in der Nacht also nicht mehr. Auch wenn ich doch nochmal nach draußen gehen sollte, wird meine Tür nach einer bestimmten Zeit automatisch wieder abgeschlossen. Am Ende des Nachtmodus wird meine Tür auch nicht automatisch wieder aufgesperrt, das könnte ich aber mit einer zeitgesteuerten Aktion einstellen. Da verzichte ich bewusst drauf und öffne morgens einfach manuell die Tür, da das Nuki Smart Lock einfach sehr laut ist. Wenn ich mit meinem Messgerät nah rangehe, komme ich auf einen Wert von ca. 80 Dezibel. Meine Wohnung ist ca. 80 Quadratmeter groß, egal wo ich bin, das Schloss kann ich immer hören. Auch meine Nachbarn haben mich schon gefragt, was da täglich um 22 Uhr Geräusche macht, denn da schließt das Nuki Smart Lock meine Wohnung automatisch ab. Mich persönlich stört das jetzt nicht, meine Nachbarn auch nicht mehr, da sie ja wissen, was das ist. Aber in Wohnungen mit 5 bis 6 Leuten kann ich mir schon vorstellen, dass das recht nervig ist, wenn das Nuki Smart Lock immer wieder angeht. Daher schließe ich lieber manuell auf. Ab und zu bin ich etwas spät dran, noch beim Einkaufen oder Joggen, aber mein Besuch steht schon vor der Tür. Kennst du es bei dir auch? Das ist zwar nicht die feine Art, dass ich selbst nicht zu Hause bin, aber durch die Nuki Bridge kann ich jetzt von überall aus meine Wohnungstür öffnen. So kann ich meine Gäste schon mal reinlassen und die vielleicht schon mal aufräumen. Das kann auch in sehr vielen anderen Situationen praktisch sein. Wenn du zum Beispiel ein Paket erwartest, aber nicht im Homeoffice sein kannst. Klingelt der Postbote, kannst du einfach die Tür öffnen und er oder sie kann die Pakete abgeben. Das funktioniert natürlich nur in Kombination mit einer smarten Klingel und eventuell einer Kamera. Aber du weißt, was ich meine und erkennst hoffentlich die Möglichkeiten. Aber wenn nicht der Postbote, sondern meine Freundin vor der Tür steht, möchte ich ja nicht ständig für sie die Tür öffnen müssen und genau dafür gibt es die Benutzerverwaltung. Hier kann ich verschiedene Nutzer anlegen und per Einladungslink Zugang zu meiner Wohnung gewähren. Den Zugang kann ich zeitlich und auf bestimmte Funktionen begrenzen oder auch ganz einfach wieder löschen. Sehr einfach gehalten, denn die eingeladenen Personen müssen sich zwar die Nuki-App installieren, benötigen aber kein extra Nuki-Konto, man muss sich als Gast also nicht registrieren. Um die Übersicht zu behalten, kann ich mich benachrichtigen lassen, falls meine Tür geöffnet wird. Das klappt mit dem Türsensor, welcher sich aber noch in dem Beta-Status befindet, sehr gut. Der Türsensor macht hier und da mal ein paar Fehlermeldungen, aber wie gesagt, es ist Beta, daher geht es nicht in die Wertung ein. Ob meine Tür offen oder zu ist, funktioniert aber super zuverlässig. Zusätzlich zu den Benachrichtigungen helfen die Protokolldaten, die aktiviert oder auch deaktiviert werden können. Sind sie aktiviert, kann ich genau sehen, wann und wer meine Wohnung betreten hat. Das finde ich besonders für Kurzmietwohnungen wie zum Beispiel Airbnb interessant. Die Auto-Lock- und Auto-Unlock-Funktion ist in der App etwas kompliziert dargestellt. Die einfache Auto-Lock-Funktion verriegelt die Tür nach einer vorgegebenen Zeit oder direkt beim Schließen der Tür. Diese Funktion nutze ich überhaupt nicht. Meine Wahl trifft da auf die Smart Action Auto Unlock Funktion. Hier wird der Standort meines Smartphones genutzt, ähnlich wie auch bei meiner smarten Heizung von Tado. Entferne ich mich aus einem bestimmten Bereich von meiner Wohnung, wird meine Tür automatisch abgeschlossen. Komme ich wieder zurück in den Home-Bereich, wird meine Tür aufgesperrt und stellt das Smartphone eine Verbindung mit dem Smart Lock her, wird meine Tür direkt geöffnet, ohne dass ich etwas machen muss. Super praktisch, wenn ich mit meinem Wocheneinkauf nach Hause komme. Ich kann direkt durchlaufen und muss die Sachen nicht extra abstellen. Möchtest du es anders haben, kannst du die einzelnen Aktionen auch noch in der App anpassen. Im Prinzip ist das meine liebste Funktion an dem Nuki Smart Lock und genau das, was das Schloss so smart macht. Leider funktioniert aber diese Funktion nicht hundertprozentig, besonders wenn ich die Benachrichtigung ausgeschaltet habe. Es kam dann doch ab und zu vor, dass meine Tür nicht automatisch abgeschlossen wurde, als ich den Home-Bereich verlassen habe. Viel schlimmer ist aber folgendes Problem. Ich stand vor meiner Wohnungstür und diese hat nicht automatisch geöffnet. Also habe ich mein Smartphone rausgenommen und manuell in der App per Knopfdruck meine Tür geöffnet. Das funktioniert wirklich immer hundertprozentig zuverlässig. Dann bin ich reingegangen, ab in die Küche, habe meine Einkäufe einsortiert und 5 Minuten später habe ich dann eine Benachrichtigung bekommen, hier Wohnungstür steht seit 5 Minuten offen. Dann habe ich geguckt und wirklich meine Wohnungstür stand offen und wurde automatisch durch die Nuki-App geöffnet. Ich kann mir das so erklären, dass ich vorher halt manuell übers Internet durch die Nuki-Bridge meine Tür geöffnet habe, bin reingegangen und irgendwie nach 30 Sekunden oder so hat mein Smartphone dann eine Bluetooth-Verbindung mit dem Nuki Smart Lock hergestellt und dann wurde dieser Automatismus ausgelöst und meine Tür automatisch geöffnet. Da würde ich mir wünschen, dass noch eine zusätzliche Sicherheit eingebaut würde, dass wenn ich manuell die Tür geöffnet habe, keine 5 Minuten später oder sowas
die Tür automatisch geöffnet werden kann. Es gibt schon solche Sicherheitsvorkehrungen in der Nuki App, zum Beispiel wenn zwei Personen vor der Haustür stehen, aber für diesen besonderen Fall gibt es das anscheinend noch nicht. Da würde ich mir ein Update wünschen und ich denke auch, das kriegt Nuki ziemlich schnell hin. Jetzt, da ich dieses Problem kenne, ist es für mich selbst kein großes Problem mehr. Es ist seitdem auch kein einziges Mal mehr vorgekommen. Wenn ich vor der zuen Tür stehe, gebe ich meinem Smartphone und dem Smartlock einfach ein bisschen mehr Zeit, dann funktioniert das Ganze auch. Habe ich es dann doch ganz eilig, denke ich einfach dran, dass dieser Automatismus auch zeitversetzt nochmal ausgelöst werden kann. Aber hier nochmal Pro und Contra im Überblick. Positiv sind mir die leichte Montage, die gute Kompatibilität, selbst mit so schönen Türen wie meine, die einfache Handhabung, der Funktionsumfang, die Benutzerverwaltung und die Möglichkeit, das Smartlock durch Zubehör sinnvoll zu ergänzen, aufgefallen. Negativ hingegen sind mir aufgefallen die unübersichtliche App, der laute Motor des Smartlocks und die etwas unzuverlässige Auto-Unlock-Funktion. Als Fazit kann ich sagen, dass zwar das Auto-Unlock nicht hundertprozentig funktioniert, aber die manuelle Bedienung per App ist einwandfrei. Ich konnte jederzeit meine Wohnungstür öffnen, stand also nie vor verschlossener Tür und kann mit ruhigem Gewissen ohne Wohnungsschlüssel aus der Tür gehen. Für mich ist diese ganze Auto-Unlock-Problematik kein großes Problem, da man es einerseits mit einem Update relativ schnell beheben kann und ich hoffe auch, das wird es in Zukunft, und andererseits, sobald man diese Situation kennt, kann man sich damit arrangieren und dann hat man eigentlich kein großes Problem mehr. Es ist natürlich noch ein Problem, aber kein K.O.-Kriterium mehr. Ein K.O.-Kriterium können aber die Motorgeräusche sein. Die Motorgeräusche vom Nuki Smart Lock sind sehr laut, da muss man nicht drum herum reden. Je nachdem, was du für eine Wohnung hast und wie viele Personen in deiner Wohnung leben, kann das schon etwas nervig sein. Mich persönlich stört das jetzt nicht. Wenn es dich auch nicht stört, kann ich dir das Nuki Smart Lock auf jeden Fall weiterempfehlen. Wenn dir die Motorgeräusche aber zu laut sind, du aber auch auf der Suche nach einer richtigen Haustür, also keiner Wohnungstür, sondern einer richtigen Haustür bist, dann schau dir mal die Works with Nuki Haustüren an. Die wurden letzte Woche vorgestellt, das sind wirklich komplette Haustüren mit dem Nuki-System integriert. Die sollen viel leiser sein, ich habe es noch nicht getestet, die sind wie gesagt ganz neu, das nur als Hinweis für dich, ist vielleicht ein Blick wert. Damit war es das mit meinem ersten Video zum Nuki Smart Lock 2.0. Falls du noch Fragen hast oder ein besonderes Thema besprochen haben möchtest, schreib es unten in die Kommentare oder aufs Final Testman Forum. Drück den Abo-Button und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Final Testman. Reviews aus Leidenschaft. Ciao. We'll be right back.